Damit sehen wir, dass hier eine Menge geht, gleich über 800 Meter. Was geht jetzt für Katrin Klaas? Ja, macht einen sehr guten, sehr wachen Eindruck. Wunderbar zu sehen, wie sie sich da selbst ihre Schlüsselelemente noch mal einbläut. Der ist sehr schön und sehr hoch. Der sieht gut aus. Super Wurf. Das ist die Führung für Katrin Klaas. Adi Zahr, einer der deutschen Betreuer, nicht ihr Trainer, denn das ist Helge Zölkau, der Leverkusener Wurftrainer. Alles reingehauen. Und die Führung 72-89 für Katrin Klaas. Ganz starken Wettkampf, den die hier abliefert. Hatte am Beginn der Woche beim ersten Training auf dem Einwerfplatz unterschiedliche Schuhe ausprobiert und hat sich dann aber für die Slick-Variante entschieden, die sie auch heute wirft, weil sie sagt, mit den anderen, da werfe ich nicht so oft, da bin ich nicht so zu Hause und das funktioniert hier alles mit diesem Ring, alles gut und jetzt müssen wir Daumen drücken, denn das ist die letzte Chance für Caroline Päßler. Und eine Weite will sie doch schon haben in ihrem ersten großen Finale. Und wenn sie nur das Normale abruft, dann ist das möglich, denn so großartig sind die bisherigen Weiten nicht. Ach. Leider komplett an den Nerven gescheitert, würde ich mal sagen. Da stimmte überhaupt nichts in Sachen Technik. Auch der war im Netz. Ja, muss eigentlich nicht vermessen, dann ist ungültig. Das ist übrigens nicht ihr Trainer, sondern das war Thorsten Schmidt. Hier, der Hammer touchiert das Netz. Das ist eigentlich nicht ungültig. Das kann auch nur der Griff gewesen sein, aber der fliegt da natürlich nicht so weit. Wird auch gemessen und angezeigt. 61,89 für Caroline Päßler. Aber das ist natürlich dann keine Weite, die ihr das Weiterkommen garantieren könnte. Das rechts ist Michael Deile, der Coach von Päßler und Heidler. Kontern kann sie dann nochmal, aber das ist so schwer in einem sechsten Versuch. Und die ist immer näher rangekommen. 72,89. Die Linkshänderin schraubt das Ding hier nochmal raus. Oh. Der ist weit, der ist weit, der ist weiter, der ist weiter. Wahnsinn. Im sechsten Versuch knallt hier die Polin einen raus und schiebt Katrin Klaas vom Podest. Exakte Weite. 73,67 Meter. Für Fjodorov hat Katrin Klaas noch die Energie und die Geschwindigkeit für einen finalen Konter. Zunächst aber der Blick in den Ring. Und der Blick in ihre Augen verrät, ich glaube, jetzt lässt Betty den Hammer richtig los. Fünfter Versuch, jetzt muss aber auch was kommen. Und wieder so flach, aber ein Stückchen weiter. Endlich! Vielleicht platzt der Knoten, ja, vielleicht ist es jetzt raus, vielleicht hat sie sich alles aufgehoben für den sechsten, für den Befreiungsschlag. Der war besser hier, der war deutlich besser. Schauen wir mal, wie weit. Sie machen es spannend, 72,39 Meter, das heißt zwar, sie hat sich verbessert, aber nicht in der Platzierung, sie bleibt auf Rang 5, so dicht liegt das alles beieinander. Übrigens, die Siebenkämpferinnen sind nicht weggelaufen, aber wir haben das Interview aufgezeichnet, damit die nicht so lange da rumstehen müssen. Zunächst mal lassen wir den Live-Sport laufen und dann kommen wir zurück zu den drei Siebenkämpferinnen. Das ist doch klar. Die gefällt mir super von der gesamten Ausstrahlung her, wie sie hier merkt, dass sie die große Chance ihrer Karriere ergreifen kann und sie will das mit allem, was sie hat. Wieder mit viel Speed geworfen. Der war jetzt der kürzeste einer bisher großen Konkurrenz. Kann sie die anderen da hinter sich lassen? Fjodorov, die immer näher rückt. Betty Heidler, die näher kommt.
Im Moment leuchtet da noch die 3 auf dem orangenen Untergrund und das müsste es bleiben. Und es sind nur 14 cm, Ralf, bis zum Silberrang. Es ist irre. Den hat sie im Moment inne, Martina Rajnova. Und wenn man mal so in die Jahresbestenliste schaut, dann kann man jederzeit damit rechnen, dass sie noch ein bisschen steigert. Nicht ganz so explosiv wie Vlodarczyk im Ring, aber auch ein guter Wurf. Und ich glaube, das war auch noch mal eine kleine Steigerung. 73-03 bislang und darüber freut sie sich. Erstmal weiße Fahne, also gültiger Versuch. Im Abwurf, unglaublich kraftvoll und er hatte genau den richtigen Winkel auch. Und ich denke mal, das war vielleicht sogar einen Meter mehr als bislang. 74-66. Rang 2 untermauert und jetzt wird es ganz schwer für Klaas und Heidler. Sie führt. Sie ist die Einzige, die noch einen 5. Versuch hat. Anita Vlodarczyk aus Polen. Boah, nochmal einer draufgepackt. Meine Herren, die lässt das Ding aber durch Stadion segeln heute. Und Katrin Klaas hat auch dafür ein kleines Schmunzeln übrig. Diese Anita Vlodarczyk zeigt heute allen, sie ist eine der besten Hammerwerferinnen der letzten Jahre. Oh, schöner Wurf. 78,76 Meter. Das ist, man sortiert es, Jahresbestleistung und Landesrekord. Fast 79 Meter. Das heißt, übersetzt auch fast Weltrekord, den hat Betty Heidler. 79,42 Meter. Da wackelt die Heide, da wackelt der Rekord und jetzt sind die anderen gefordert. Ruhig bleiben, das erste Motto. Damit sehen wir, dass hier eine Menge geht, gleich über 800 Meter. Was geht jetzt für Katrin Klaas? Ja, macht einen sehr guten, sehr wachen Eindruck. Wunderbar zu sehen, wie sie sich da selbst ihre Schlüsselelemente noch mal einbläut. Der ist sehr schön und sehr hoch. Der sieht gut aus. Super Wurf. Das ist die Führung für Katrin Klaas. Adi Zahr, einer der deutschen Betreuer, nicht ihr Trainer, denn das ist Helge Zölkau, der Leverkusener Wurftrainer. Alles reingehauen. Und die Führung 72-89 für Katrin Klaas. Ganz starken Wettkampf, den die hier abliefert. Hatte am Beginn der Woche beim ersten Training auf dem Einwerfplatz unterschiedliche Schuhe ausprobiert und hat sich dann aber für die Slick-Variante. Wieder mit viel Speed geworfen. Der war jetzt der kürzeste einer bisher großen Konkurrenz. Kann sie die anderen da hinter sich lassen? Fjodorov, die immer näher rückt. Betty Heidler, die näher kommt. Im Moment leuchtet da noch die 3 auf dem orangenen Untergrund und das müsste es bleiben. Und es sind nur 14 cm, Ralf, bis zum Silberrang. Es ist irre. Den hat sie im Moment inne, Martina Rajnova. Und wenn man mal so in die Jahresbestenliste schaut, dann kann man jederzeit damit rechnen, dass sie noch ein bisschen steigert. Nicht ganz so explosiv wie Vlodarczyk im Ring, aber auch, aber ein Stückchen weiter. Endlich! Vielleicht platzt der Knoten, ja, vielleicht ist es jetzt raus, vielleicht hat sie sich alles aufgehoben für den 6., für den Befreiungsschlag. Der war besser hier. Der war deutlich besser. Schauen wir mal, wie weit. Sie machen es spannend. 72,39 Meter. Das heißt zwar, sie hat sich verbessert, aber nicht in der Platzierung. Sie bleibt auf Rang 5. So dicht liegt das alles beieinander.
Übrigens, die sieben Kämpferinnen sind nicht weggelaufen, aber wir haben das Interview aufgezeichnet, damit die nicht so lange da rumstehen müssen. Zunächst mal lassen wir den Live-Sport laufen und dann kommen wir zurück zu den drei sieben Kämpferinnen. Das ist doch klar. Die gefällt mir super von der gesamten Ausstrahlung her. Wie sie hier merkt, dass sie die große Chance ihrer Karriere ergreifen kann und sie will das mit allem, was sie hat. Entschieden, die sie auch heute wirft, weil sie sagt, mit den anderen, da werfe ich nicht so oft, da bin ich nicht so zu Hause und das funktioniert hier alles mit diesem Ring, alles gut und jetzt müssen wir Daumen drücken, denn das ist die letzte Chance für Caroline Pesler. Und eine Weite will sie doch schon haben in ihrem ersten großen Finale. Und wenn sie nur das Normale abruft, dann ist das möglich, denn so großartig sind die bisherigen Weiten nicht. Ach, leider komplett an den Nerven gescheitert, würde ich mal sagen. Da stimmte überhaupt nichts in Sachen Technik. Auch der war im Netz. Ja, muss eigentlich nicht vermessen, dann ist ungültig. Das ist übrigens nicht ihr Trainer, sondern das war Thorsten Schmidt. Der Hammer touchiert das Netz, das ist eigentlich nicht ungültig. Das kann auch nur der Griff gewesen sein, aber der fliegt da natürlich nicht so weit. Wird auch gemessen und angezeigt. 61,89 für Caroline Pesler, aber das ist natürlich dann keine Weite, die ihr das Weiterkommen garantieren könnte. Das rechts ist Michael Deile, der Coach von Pesler und Heidler. Kontern kann sie dann nochmal, aber das ist so schwer in einem sechsten Versuch. Und die ist immer näher rangekommen. 72,89. Die Linkshänderin schraubt das Ding hier noch mal raus. Oh, der ist weit, der ist weit, der ist weiter, der ist weiter. Wahnsinn! Im sechsten Versuch knallt hier die Polin einen raus und schiebt Katrin Klaas vom Podest. Exakte Weite, 73,67 Meter für Fjodorow. Hat Katrin Klaas noch die Energie und die Geschwindigkeit für einen finalen Konter? Zunächst aber der Blick in den Ring. Und der Blick in ihre Augen verrät, ich glaube, jetzt lässt Betty den Hammer richtig los. Fünfter Versuch, jetzt muss aber auch was kommen. Und wieder so flach.